Ja, da ist er ja. Der König. Hugo. Er hat's endlich geschafft. Das alles, seht ihr das? Das gehört alles dem Hugo. Wartet mal, das ist ja der Jure. So sieht's richtig aus. Klicken wir mal da drauf. Ja, wir sind König. Hugo der Zweite von Lothringen mit Jules Mette, die Erste von Lothringen. Und ja, in der letzten Folge, wir haben ein bisschen mehr gebraucht, bis das endlich mal, ja, bis es endlich mal fertig war. Ne? Ich wollte nicht aufhören, ich wollte unbedingt König werden. Und dann haben wir es geschafft, einfach ganz frech nochmal diese Baronie hier noch eingenommen und dann hatten wir es in der Tasche. Und jetzt stehen wir da. Wir hatten nicht mal einen Befehlshaber, sehe ich gerade. Ja, aber so geht es. Also, ich denke mal, in dieser Folge werden wir auf jeden Fall erstmal das ganze Reich konsolidieren müssen, denn wir haben viel zu tun. Das ist unser alter Rat, aber wir haben, ja, wir haben keinen Rat von Lehnsherren, wir haben nichts. Ich meine, wir sind ja König und schau mal schnell auf den Hof. Da haben wir so einige im Gefängnis, ja, die ganzen, ich hab's denen gesagt, kämpft gegen mich und ihr landet alle in dem Kerker und jetzt schaut euch das mal an. Tay ist im Kerker, er ist im Kerker, alle, ne? Und das müssen wir auch noch prüfen. Also, bevor wir überhaupt mit dem Spiel anfangen, ich meine, das war eine großartige Folge. Also, der Hugo hat quasi während des gesamten Krieges dann auch noch irgendwie 50 Kinder gezeugt und Gelomette hat da einfach ständig gestört mit ihren Meldungen und hat nicht aufgehört und schaut euch mal diesen, ja, diese halbe Fußballmannschaft hier an, ne? Das ist ja, hier haben wir die, ich weiß nicht mal, wie die heißen eigentlich, das sind so viele, da haben wir die Cotilda, das ist auch so ein random generated name, ne? Und dann haben wir hier Gerhard Schröder, unser großer Politiker von der SPD, dann haben wir hier Wolfgang Schäuble, wollen wir nicht, ne? Machen wir nicht weiter. Da haben wir die Brigitte, da haben wir die Jutta, jo, die kennen wir, ne? Und natürlich der Hugo, Hugo Junior. Und so viel zu den Kindern. Dann, genau, unser sportlicher Papst, Kallistus, ja, unser sportlicher Papst, der hat uns einfach mal gerufen, ne? Der hat gesagt, hey, Kollege, na? Hier gibt es so einiges zu verteidigen und wir sind jetzt einfach im Kreuzzug um Königreich von England und da müssen wir mitmachen übrigens. Also der Krieg hört nicht auf. Er hört jetzt nicht hier einfach so auf und zweitens haben wir hier so ein Häuptling, ja, so ein Kerl, ja, mit seinen 1000 Soldaten, den Surfer, und der, ah ja, genau, der ist ja hier oben. Ja, also kümmern wir uns auch noch drum. Wir dürfen einfach hier, das müssten wir, dürfen wir nicht einfach entgehen lassen, denn wie er uns ja natürlich versprochen hat, wir können eine Absolution oder einen Ablass bekommen, und zwar damit wir nicht mehr Ehebrecher sind. Also ich habe das so verstanden. Ob das dann stimmt, werden wir dann natürlich sehen. Und ich will dann auf jeden Fall noch jede Menge Schätze und ja, so, ich will alles von ihm. Das ist schon mal so, so viel dazu. So, dann bin ich aufgeregt, Mensch, wir sind König, ne? Ich meine, die ganze Serie Aachen hatte nur das eine zum Ziel, König zu werden von Lothringen und Aachen als Hauptstadt zu etablieren und Aachen ist jetzt Hauptstadt und wir sind König von Lothringen, aber wir machen natürlich weiter. Ich meine, der Hugo, ja, der will da noch ein bisschen mehr, ne? Jetzt ist der gierig geworden. Jetzt schauen wir nochmal. Kein Begünstigter, das ist auch, können wir uns auch gleich drum kümmern. Und dann noch das Zweite, ja, auch total untergegangen. Ich meine, ein Event, ein Groß-Event hat einfach mal so nebenbei stattgefunden. Und zwar, wir haben den Kölner Dom gebaut. Ich meine, ist das nicht großartig? Wir haben während des Krieges noch den Kölner Dom fertig gebaut. Wir bekommen jetzt Steuern plus 2, Besitztumssteuern, Entwicklungszuwachs nochmal, monatliche Frömmigkeit und alles. Schaut euch das an. Ich meine, alles grün, ne? Immer gut. Also, das ist ja der Wahnsinn.
Und dann noch eine Sache nebenbei. Ja, in der letzten Folge ist diese, ja, ist das Bild ein bisschen verrutscht. Das liegt ja eigentlich an OBS. Ich hab da, bin da mit der Maus dran gekommen und habe das einfach verrutscht, nach oben so gezogen. Und ja, schade, jetzt war das Bild nicht komplett. Also oben war die Zeile weg und unten hatten wir so einen schwarzen Balken. Ja, da nochmal bitte ich um Entschuldigung, aber ich wollte nicht diese Folge nochmal drehen oder was auch immer. Nee, nee, das macht man nicht zweimal. Deshalb muss man jetzt damit leben. Aber man hatte ja einiges mitbekommen, ne? Sehr gut. Also, wir fangen jetzt an. Wir werden jetzt ernst wieder zurück. Und zwar, wir schauen uns jetzt erstmal unsere Domänen an. Da hat sich nichts geändert. Wir können sogar noch eine zusätzlich haben. Das ist schön. Wir werden jetzt erstmal schauen, ob wir im Reich irgendeinen Ratsspitzel neu haben, irgendeinen besseren. Und zwar, ich meine, Mathieu hat minus 15. Kurze Herrschaft, Mathieu, spinnst du? Bist du dumm oder was? Ich meine, der ist die ganze Zeit, arbeitet er für mich und jetzt sagt er, kurze Herrschaft. Also, sorry Mathieu, aber was ist mit dir los? Wir haben einen Gast, 12er. Sie ist eine eifrige Frohnatur. Okay. Unterhändlerin, zynisch, ungeduldig, stur. Ja, die wäre besser und hat noch plus 25. Wisst ihr was? Die schnappen wir uns. Ich meine, für einen Zehner, das ist ein Schnapper sozusagen. Wo bist du? Uraka. Uraka. Ach, die ist alt, ne? Die wird nicht mehr so... Die wird nicht mehr so lange bleiben. Aber gut. Besser als nichts. Ich denke mal, wir müssen einfach nur mal nach dem Verwalter schauen. Vielleicht finden wir einen vernünftigen. Ja, und dann haben wir hier unseren Brabanten. Der will unbedingt, ne? Den werden wir auch, glaube ich, auf jeden Fall auch noch reinschieben müssen. Denn er ist wirklich ein sehr starker Vasall. Also ab mit ihm. Der soll mal was machen. Und was er machen kann, sicher, ist die Kultur fördern. Und zwar direkt bei ihm. Ja. Und zwar, ja, wir dürfen das ja nicht vergessen, unsere Printenkultur, die wir dann verbreiten, und er bekommt es dann direkt am eigenen Leibe zu spüren, also unser Welram, ich muss mich jetzt langsam an die neuen Namen gewöhnen, der Welram, der bekommt jetzt einen Printensack aus Aachen und kann dann weitermachen, sehr schön. Also, dann nochmal, schaut euch das an. oh Mann, da war so viel. Auf jeden Fall Maastricht gehört ja uns, das ist ja Kerngebiet. Das müssen wir machen. Unsere Frau, Ritterlichkeit, macht das Sinn? Ja, komm, lassen wir auf jeden Fall. Das passt auch schon so. Jetzt wählen wir noch einen Begünstigten aus. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen Kreuzzug geführt. Wir sind Angreifer, Verteidiger, okay, was passiert, wenn ich hier drücke? Ah, genau, da sieht man ja, wer auch überhaupt teilnimmt, ne? Wir sind, sagen wir mal, die Stärksten, ne? Doch, wir sind die Stärksten, oh mein Gott. Jetzt ernennen wir jemanden, Begünstigten auswählen. Was heißt Begünstigter? Was bekommt der Begünstigte? Was heißt das? Steht das hier? In großen Religionskriegen kann jeder Teilnehmer einen Begünstigten festlegen. Dieser Begünstigte erhält einen Teil der eroberten Titel, falls der Krieg gewonnen wird. Es ist am besten, einen Begünstigten auszuwählen, der einen mag oder der eigenen Dynastie Bekanntheit bringt. Okay. Interessant, interessant. Kann ich mich nicht selber wählen? Kann ich nicht selber da teilnehmen? Was haben wir denn da? Cousine, 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 Halbbruder, Trude. Wer ist denn Trude? Enkelin? Von Graf Achbert? Okay, Ilka? Wer sind diese Leute? Warum kann ich nicht mal mich nehmen oder sowas? Okay, okay, okay. Habe ich da irgendwie zufriedene? Ich will keine sprunghaften und so weiter. Habe ich da nicht irgendwie zufriedene? Gesellig, geduldig, großzügig, ne? Guntram. Guntram. Komm, Guntram. Du bist es, ne? Guntram, Kriegsziel umleiten. Okay, Kriegskasse. Das können wir alles bekommen, oder wie?
Gold spenden. Ich spende eine Summe Gold an Gold für Kreuzzug im Tausch gegen Frömmigkeit. Nee, machen wir nicht, ne? Okay, also, das haben wir. Guntram, wartet mal. Guntram kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Ja, und hier unser französischer Hugo, der hat jetzt gerade mal 100 Leute. Oh, französischer Hugo. Kann man den... Hält die Eigenschaft exkommuniziert. Monatliche Frömmigkeit. Okay, das ist ein Verbrechen. Euch gegenüber katholische Meinung eingegangen. Okay. Hält ein Jahr lang unlängst exkommuniziert. Meinung verliert er. Kommt einer Rivalität näher. Jo, das passiert, Hug, ne? Das passiert. Ich hab's dir gesagt, du sollst nicht gegen mich Krieg führen, ne? Ich hab's dir versprochen, Hug. Kann ich den jetzt einkerkern? Warte mal. Lass mir mal ein paar Tage mal, bis der Papst da mal Entscheidungen trifft. An den bescheidenen König Hugo von Lothringen, am schwersten verstören mich die Geschichten, die ihr über die Missetaten von Prinz Hugues erzählt habt. Es schmerzt mich sehr, doch ich stimme euch zu, dass es zum Wohl des katholischen Glaubens ist, wenn er exkommuniziert wird. Ich freue mich, dass Callistus die Weisheit in meiner Bitte erkannte. Ja, klar. Hey, minus 100. Und jetzt können wir jetzt was machen mit ihm? Einkerkern? Nein, wartet mal. Titel aberkennen? Ich habe nicht mindestens begrenzte Lehnsautorität. Da können wir das... Ah, verdammt. Das hätte ich ja noch gern gemacht. Also, was passiert, wenn wir hier... Könnte nur gelingen. 8%. Das wird ja nie gelingen. Und bei Ablehnung? Verliert. Beginnt einen Krieg. Mit Aufstand? Was passiert denn jetzt? Was? Okay, bin total verplant gerade. Oh Mann, ey. Sammelt die Truppen. Also, wir kämpfen jetzt tatsächlich noch gegen... Oh je. Der wagt es noch, also. Komm, den treiben wir noch ein bisschen auf. Den Jungen. Der muss es halt noch lernen, ne? Der muss es einfach lernen. Gehen jetzt mal runter, holen uns das, was uns gehört. Wer ist denn das? Bitte was? Der hatte sich eine ganz freche Aktion von ihm. Also wir gehen mal zurück. Und die müssen wir auch aufräumen. Okay, jetzt wird es langsam. Jetzt wird es langsam zu viel. Ihr könnt Friedenszug rechtmäßig einkerkern. Das machen wir gleich. Ihr könnt Kriege erklären. Könnt Titel, oh, das müssen wir alles machen, das ist viel zu viel. Könnt Vormunde für Kinder, wow, was ist das hier? Hat er keinen Vormund? Vormund, hier, Katharina. Na, Katharina, man könnte deine Frau sein, Mensch. Na, die ist ja Frau von Mathieu. Eieieie. Oje. Oje, kann ich da nicht irgendwie meine Verbündeten rufen hier? Im Krieg? Habe ich keine Verbündeten? Kreuzzug für England. Endlich ist die Zeit gekommen, den heiligen Zorn von St. Georg über die elenden Ungläubigen von England zu bringen. Mit rechtschaffener Wut brennend bricht die von Papst Callistus aufgestellte große Armee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf, um mit göttlicher Gerechtigkeit über das Böse zu siegen und sich ihren Platz im Himmelreich zu verdienen. Deus vult. Unser Papst, Deus wohl, du guckst, ja, da gehen sie alle los, ne? Da gehen sie alle los und wir bleiben einfach hier noch und müssen dann noch diese paar Leute aufreiben. Eine hilfreiche Warnung. Ich habe ein Schreiben von Herzog Alphonse von Bourbon erhalten. In ihm wird behauptet, Graf Rainer, das sind alles neue Namen, mein Vasall hätte Unterstützung in einem Komplott gegen mich erbeten. Ich schätze nichts mehr als Treue, schreibt Alphonsus. Okay, der kleine Junge. Schreibt auch in seinem Brief und deshalb teile ich dieses Wissen mit euch. Warte mal, Wissen. Alphonsus, plus 10 und der mag mich plus 4. Und gerecht ist der, ruhig, okay. Dankenswerterweise ist mein Onkel Achbert zur Stelle, um mir einen Rat zu geben. Ich weigere mich daran zu glauben, dass Rainer so tief sinken würde, sagt der Achbert, ne?
Ich würde sagen, man kann dem Herzog nicht trauen. Meine Vasallen haben eine volle Unterstützung. Ich meine, wenn der Achbert das sagt, ne? Ich meine, er ist unser Onkel und Ratskanzler seit 150, 70.000 Jahren. Also seitdem wir leben, ist er unser Kanzler. Und wir müssen unbedingt einen Befehlshaber, das macht unser Jakob, ne? Jakob ist freiwillig natürlich. Hat sich freiwillig gemeldet. So, jetzt erstmal hier aufreiben, ne? Und dann gehen wir hier rüber. Und dann. Nein! Der Verdammte! Der ist mit dem Bötchen abgehauen! Verdammt! 60, ne? Also. Oh je, oh je, oh je. Also, wir müssen hier mal wirklich Ordnung bringen. Ich will diesen Krieg zu Ende machen. Wir gehen schnell mal runter jetzt. Seid gegrüßt, mein Lehnsherr. Ich bitte eurem Ratskanzler bereits einige Wochen Obdach, okay? Es ist mir schlichtweg eine Ehre, euer Vasall zu sein. Ey, der Achbert, ne? Ich meine, anscheinend, der kann sich benehmen. Die servieren ihm immer da so Spaghetti mit so Tomatensoße und er kann sich einfach benehmen am Tisch, ne? Kleckert sich nicht voll und so weiter. Ratschlagbilligung des Bischofs. Oh, danke schön, Spiel, denn da müssen wir jetzt mal ran. Es ist nicht mehr Hesso, es ist sogar der Humbert. Ist Humbert überhaupt... Ist das euer Ernst? Humbert hat 4. Da, 4 Bildung. Oh Mann. Kann man die auch nicht irgendwie auswechseln, einkerkern? Oh Mann. Den würde ich so gern irgendwo auswechseln. Oje, 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 oje. Oje, machen wir weiter. Wir machen weiter. Wir schauen, was kann man noch machen. Sehr gut. Wir müssen dann aber auch natürlich schauen, wie wir das mit den Herzogtümern machen, wie wir da ja die ganze Teilung machen. Was haben wir hier? Graf Vyatslav. Ja, Vyatslav tritt noch bei. Sehr schön, aber wir müssen hier los. Wir müssen hier einfach Gas geben. Wir haben ja hier unsere tolle Pioniersfähigkeit. Das machen wir schnell. Ja, und dann schnappen wir. Ich meine, der Hug, der hat es einfach verspielt, ne? Der hätte einfach ein Freund mit uns bleiben können. Der hat es verspielt. Der muss jetzt dran glauben, ne? Wir dulden keine Verräter hier. Also, Herr Hug, ihr sperrt Prinz Hug ein. Schrecken und... Oh, so muss das sein. An meinen Lehnsherren, von euren Missetaten erzählt man sich von Irland bis China. Ich weiß, wann ich besiegt bin. So sei es, Herr Hug. So, jetzt gehen wir hier hoch. Wer ist denn das denn jetzt? Ach, das ist... Ah, das ist der... Ja, stimmt, ne? Das ist der von hier oben. Oh je. Oh Mann, ich verpasse den ganzen Spaß in England. Und Hugo ärgert sich. Sagt sich, hey, ich verpasse da die Party in England. Die sind dann in England, ja, und ohne mich erobern und so weiter. Oh Mann, jetzt müssen wir an den Humbert ran. Ein Gemeiner von schwäbischer Herkunft wurde in den Straßen von Aachen aufgrund eines geringen Vergehens attackiert. Wenn ich in einer Stellungnahme Partei für ihn ergreife, könnte mein Erzbischof Humbert ebenfalls dieser Kultur zugehörig womöglich deutlich erkennen, von welch gutem Charakter ich bin. Doch dabei riskiere ich meine Gleichgestellten aus meiner Kultur zu brüskieren. Die Schwaben sind gute Menschen. Die Franken sind moralisch überlegen. Also, sagen wir mal so, da ich Schwaben kenne, ne? Jede Menge Schwaben und tatsächlich, ne? Schwaben sind wirklich gute Menschen. Also, Schwaben sind gute Menschen und eigentlich sollte ich nicht dafür Prestige verlieren, ja? Deshalb, das war jetzt ehrlich von Hugo. Was haben wir hier? Graf Johann hat 5 Jahre lang sorgsame Pflege erhalten. Graf Johann, sorgsame Pflege. Ist das so ironisch gemeint? Hat die Gelemette so zugerichtet? Sagt so, Hugo, ich habe den Johann mal, ja, sorgsam gepflegt, ne? Ins Gesicht gepflegt habe ich ihm. Sehr schön. Das ist meine Gelemette, ne? Das ist meine Gelemette. Wir gehen jetzt, komm ganz ehrlich her, der kann doch hier mal... Wir gehen jetzt mal schön... Wie sehe ich das? Wie sehe ich... Ist das der Krieg? Nein, was ist das für ein Krieg? Kreuzzug, genau.
Okay. Und da müssten wir sowieso hin, ne? Das heißt, theoretisch könnten wir hier schon mal anfangen und dann können wir den Krieg hier auch beenden, ne? Also was wir machen, ich habe ja gerade 3000 Einheiten. Wir verschieben das hier mal nach oben. Da. Heben noch alles aus, was geht. Dann holen wir uns noch die günstigsten Söldner, die wir bekommen können. Hier für 90 Gold. Einfach, dass wir so ein bisschen was haben. Ein 26er. Auf jeden Fall. Die Tiroler. Na? Corona-Hotspot und Lanzenträger-Hotspot. Aber so muss das sein. Oh, 31. Uiuiuiui. So, jetzt gehen wir hier hoch. Ne? Und zwar direkt hier mit dem Bötchen oder gehen wir zu Fuß? Lasst uns nochmal zu Fuß gehen. Nein. So, ja. Und zwar geht er irgendwo hin und dem folgen wir. So, jetzt. So, jetzt haben wir ihn. So. Einfach so nebenbei noch mitgenommen. Boah, jetzt haben wir noch Ruhm, Mensch. Nee, nee, keine Bootsfahrt, bitte. Wir gehen so lang. So, und jetzt zack, direkt da rein. Und das werden wir auch sofort einnehmen. Und ich denke mal, ach, 100%. Also was ist denn hier los? Ihr behaltet den umkämpften Titel? Ja klar, ne? Bezahlt 40, setzt 150 Prestige ein. Die Verbündeten teilen. Oh, sehr schön. Also. Ja, Sirqua, ne? Der Surfer. Surferboy, dankeschön. Wir machen weiter. Wir machen weiter, ne? Ich meine, so actiongeladen diese Folge. Ich wollte eigentlich hier heute den Verwalter spielen und ganz in Ruhe, ganz gemütlich uns mal hier die Herzogtümer anschauen. Die Grafschaften verteilen und unseren neuen Hof mal kennenlernen, ne? Aber so unglaublich. Es hört nicht auf. Mit einem entspannenden Abend im Sinn mache ich mich mit etwas Würzwein und Schachspiel auf den Weg zu den Gemächern, die mein Onkel Ahbet bewohnt. Ohne zu klopfen, öffne ich die Tür. Oh Gott, bitte, Ahbet, hab was an, ne? Graf Ahbet sitzt am Tisch und schreibt wie wild. Oh, sehr schön. Auf meinen Räuspern hin erschreckt er zusammen. Er stopft sich rasch eine Pergamentrolle in die Tasche und wendet sich mir mit banger Miene zu. Ahbet, was versteckt ihr da? Zeig es mir sofort. 15 Meinung? Und ich werde herausfinden, was es ist. Später wiederkommen und die Gemächer heimlich durchsuchen. 50-50, ne? Oder sie seine Privatsphäre respektieren. Ne, Ahbet. Ich meine, wir sind Freunde und so weiter, aber ich bin immer noch dein König, ne? Also, was versteckst du da in deinem Mund, hä? Dachte er wirklich, ich würde das nicht bemerken? Gib das her! Sofort! Oh mein Gott, Hugo. Ahbet gibt mir das zerknitterte Pergament und verschränkt die Arme vor der Brust. Es ist ein Brief. Es geht um irgendeine finanzielle Transaktion. Ach, ich dachte, irgendwelche Liebe oder sowas. Sowie die genauen Fertigungsangaben für ein maßgefertigtes Geschenk. Wandteppich mit dem Wappen der Edsonen. Ojö. Ich wollte euch überraschen und euch ein Zeichen meiner Wertschätzung angedeihen lassen. Und jetzt alles vergebens. Es tut mir leid. Oh, Ahbet, es tut mir leid. Oh Mann. Direkt mal umarmen, ne? Direkt mal umarmen den jungen Kerl, ne? Oh man. Oh. Von rechts wegen. Mein Vasall hat mir von einem obskuren Gesetz in der Grafschaft von Metz berichtet, wonach es nur der König beschützen darf. Ach, er darf es. Okay. Für gewöhnlich würde man auf eine derart archaisches Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit. Herzog Roland? Der sieht gut aus, der Junge. Mein Vasall und derzeitiger Herrscher von Grafschaft von Metz könnte etwas zugestutzt werden, zurechtgeschützt werden. Ich erhalte fallengelassener Anspruch auf Metz. Er verliert 30 Meinung. Okay. Roland darf seinen Titel behalten. Metz. Metz. Komm, weg da. Metz. Metz. Ist nicht die... Ist nicht... Möchte einen Sitz im Rat. Ist 18er. Ganz ehrlich, Roland darf seinen Titel behalten. Ich will den als Ratsverwalter bei mir haben. Außerdem sieht er so toll aus, ne? Ganz ehrlich. Einfach durch den Style. Also wäre der jetzt bei...
bei Shopping Queen oder so wäre der schon hier Wochensieger. Also, Roland, du bist es, mein Freund. Du bist es. So, und ich will jetzt endlich hier mal aufräumen. Sehr schön. Okay. Und wie es mit der Belagerung weitergeht und wie es überhaupt mit dem ganzen Königreich Lothringen weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Und, muss ich sagen, und wir müssen dann auch natürlich irgendwas mit unserem Köln machen, weil Köln wird unsere zweite Hauptstadt sein. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.